Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte den für was anderes gebraucht. Oder zur Sicherheit gebraucht, diesen anderen Pilz. Ja, wobei. Yes! Hey guys, und damit herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii Part 6! Ja, ich habe endlich diese verflixten Starcoins nachgeholt. Einmal bin ich draufgegangen. Ich glaube, alles in allem haben sie sogar ein Leben gewonnen. Das ist eigentlich recht gut bis jetzt. Wir machen uns jetzt auch an Level 2-3. Falls ihr diesen Rand da oben links, rechts, überall seht, da kann ich nichts dafür. Ich habe die Wii richtig eingestellt hier. Nur das... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Am Bildschirm, an der Verbindung, keine Ahnung. Den kriege ich nicht weg. Ihr müsst damit leben. Ich hoffe, er stört nicht zu sehr. Ich kann euch sagen, wenn ich nach... Ich kann es ja mal versuchen nachzubearbeiten, aber ich glaube, dann wird es wieder so laggen wie in den letzten Parts und das will keiner. So, wir sind hier in einem Wüstenhöhlen-Level gelandet. Das ist schon mal... Oh. Interessant. So, ihr geht drauf, bitte. Danke. Ich habe dieses Level schon mal gespielt. Sogar zu 100%, aber ich erinnere mich tatsächlich gerade gar nicht mehr dran. Okay. Wir müssen die alle ganz vorsichtig ausschalten. Okay, hier jetzt nicht rein. Gut, oh, aber hier. Da geht's rein. Ja, Bildqualität ist jetzt dennoch besser, auch wenn wir jetzt hier Ränder haben. Oh, ein One-Up, sehr schön. Was anderes hätte ich jetzt auch gar nicht gewollt. Also, da waren noch Blöcke. Na egal, da werden schon keine zwei One-Ups drin gewesen sein. Hoffe ich. Wow. Wir laufen mal da runter. Aber da ist nichts. Ja, es ist jetzt halt eine alleine Session. Nein. Wow, doch ist es, aber... ich meinte nein, weil ich wollte... was tu... Hä? Keine Ahnung, was das jetzt für ein Fail war. Sie ist...
vermutlich etwas geskillter als die Together Session, weil wir uns halt nicht ständig gegenseitig im Weg stehen und manipulieren. Ja, kann ich da unten rein? Es sieht so ein bisschen so aus, aber ich will es mal nicht drauf anlegen. So, da oben habe ich was gesehen. Da oben habe ich was gesehen, genau. Gehen wir mal hier rein. Und das stinkt nach einer Starcoin, Leute. Ich weiß ja nicht, wie Starcoins riechen, aber wenn sie riechen könnten, oder wenn sie riechen, würden wir sie hier ganz deutlich riechen. Dachte ich. Da oben auch nicht? Warte mal. Ne, offenbar nicht. Dann ist das hier einfach nur so ein Secret. Okay. Mir soll's recht sein. Hier oben. Ich hab doch da irgendwas aufschimmern sehen gerade hier. In die Luft. Oh nee. Ist das jetzt euer Ernst? Brauchen wir hier Mini-Mario schon wieder? Oder krieg ich den... Hier. Was ist das dann? Ja, come on. Come on. Wir holen es uns so. Okay, das ist die erste. Also wir haben noch nichts verpasst. Ich mag diese Gänge nicht, ne? Jo, hier ist die Flagge. Es könnten natürlich simple Abkürzungen sein, ja, aber... Es könnte doch mehr sein, Leute. Und das gefällt mir nicht. Ich meine, zur Not, wir haben meines Wissens einen... Autsch. Ein Mini-Pilz, also können doch mal einen einsetzen. Du kriegst mich nicht. Bam! Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Oh! Oh! Ja, das war's mir wert. Hä? Hier gleich die zwei. Ey, wenn. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil sie hätten doch so viel... Sie hatten so viel bessere Verstecke und nehmen die Orte, die sie nehmen. Ist in Ordnung, wenn ich es nicht verstehe, oder? Ist hier oben was? Ah. So ist lecker. Und das hier sieht auch gleich nach einem Secret Exit aus. Kann das sein? Ah, ne, okay. Es ist ein, wenn man so will, paralleler Exit. Du kriegst mich nicht. Das habt ihr doch aus den ersten Mario Brothers übernommen. Diese Gegner, die am Ende noch die Treppe runterlaufen, ey. Ihr... Wow. Ihr möchtet nicht wissen, wie oft ich von denen getötet wurde in den originalen Mario Brothers. Das war nicht lustig. Das war gar nicht lustig. So, ich schaue gerade mal auf die Balken hier. Meine Aufnahme. Och, Alter, haben wir viel Leben jetzt bekommen durch dieses Level. Wir hatten vor dem Level 18 und jetzt haben wir 23. Wow. Ist noch keiner gestorben, ne? Alles gut. Ist definitiv gut. Bin ich zufrieden mit. Ach nee, ja gut. Bam, 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 bam. Ja, okay. Sorry. Ich fand's nur lustig. Wo kommen wir hier hin? Ich habe ja eine Vermutung. Oh, das war nicht meine Vermutung. Meine Vermutung war genau die andere Seite einfach. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ich hierhin gehe, dass ich dann auf der anderen Seite des Raums, wo ich gerade eben war, hinkomme? Ja. Okay, die Dinger, genau, die lassen sich wieder Motion Control.
über Motion Control steuern. Ich glaube, das sieht mir eher nach so einem Tutorial-Raum aus, dass man hier irgendwie diese Mechanik lernen soll, weil die jetzt noch wichtig in dem Turm wird. Ist meine Vermutung. Aha, finde ich gut. Oh. Heißt. Autsch. Ah. Ich wollte gerade fragen, ob das heißt, dass man generell durch so Dinger durchlaufen kann. Offenbar ja. Und hier haben wir jetzt auch die Chance, ein besseres Item zu bekommen. Okay, wann kommt der Propellerhead? Scheiße. Ich bin ein Blinky-Stern. Ah, ich hatte keinen Bock auf den. Ja gut, dann... Yeah, Party, Leute! Wow! Oh yeah! Mhm. Wir haben den Blinkstern. Und nutzen ihn mal so gar nicht aus, aber hey. Okay, ja gut, soweit habe ich es jetzt auch geschafft. Ach Gott, nee. Ich darf hier noch den Attacken ausweichen. Wow. Mann, ich meine... Das sieht schon so hässlich aus, ne? Warte. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, ich erklär's gleich. Genau, ich... Alter. Hau doch ab. Wenn ich rechts hochgehe, komme ich nicht mehr runter. Naja. Aber ich muss wohl. Hätte ich dafür Propellerhead gebraucht? Nein! Ach so, ich kann einfach... Okay, das ist natürlich... angenehm! Wow! Bist du des Wahnsinns! Okay, rechts ist nur ein Knochen trocken. Ich gehe einfach mal rechts lang. In der Hoffnung, nicht von so einem Ding gerackt zu werden. Ach, geh doch einfach rein. Okay.